vielen Klassen herrscht eine eigentümliche Doppelmoral, vor allem in der Sekundarstufe. Die Lehrkräfte unterrichten ihre Schüler zwar gern im Klassenverband, halten dies aber für ziemlich rückständig und agieren entsprechend verunsichert. Denn Fachzeitschriften und Amtsblätter schwärmen von Gruppenarbeit und plädieren für viel mehr eigenverantwortliches Lernen der Schüler. Die strukturierte Wissenserarbeitung mit dem ganzen, mehr oder weniger heterogenen Haufen scheint irgendwie überholt. Der lenkende Lehrer sieht sich zunehmend unter Rechtfertigungsdruck. Frontalunterricht, heißt es, sei die Ursache aller Schülerpassivität und Lernineffizienz. Eine Zeitung sprach gar von Frontalbeladung. Und solch antiquierte Pauk-Vorstellungen mag sich natürlich niemand auf die eigene Fahne schreiben. Nun gibt es in der jüngeren Forschung einen erstaunlichen Befund. In der XXL-Metastudie Visible Learning von John Hattie hat das Verfahren direkte Instruktion enorm wirkungsstark abgeschnitten, effektiver als kooperative Lernprozesse und als Freiarbeit allemal. Also zurück zum Frontalunterricht. Oder meint direkte Instruktion etwas anderes? Vorweg, diejenigen, die mein neues Büchlein gewinnen möchten, sollten sich den Zeitpunkt notieren, an dem in diesem Video der Begriff Erlaubnis fällt. Erlaubnis. Am besten halten Sie das Video jetzt mal kurz an und rufen parallel ein Bild von Rembrandts Gemälde Anatomiestunde oder ausführlich die Anatomie des Dr. Tulp auf. Und dann geht's weiter. Der erfahrene Anatom zeigt und erklärt seinen Studenten zunächst die Grundzüge des Sezierens. Er kann viel, er weiß viel, sie stehen drumherum und schauen sich das an. Dann schickt er sie mit kleinen Untersuchungsaufträgen zu Präparaten auf den umstehenden Arbeitstischen. Nach einer Weile ruft er sie alle wieder zusammen und sie tauschen sich über ihre Erfahrungen aus. Das war aber irgendwie eklig, sagt einer. Mein Messer war so stumpf, ein anderer. Und ich habe da was entdeckt, von dem sie gar nichts gesagt haben. Darüber sprechen alle. Alle hören alles, alle können beitragen, auch er. Und schließlich vergibt der Meister weiterführende Arbeitsaufträge, einzeln oder auch gruppenweise. Sie merken schon, das ist ja wie abwechslungsreicher Plenumsunterricht. Einen Sachverhalt gemeinsam erschließen, ihn dann individuell erproben, sich darüber austauschen und vernetzen. Und schließlich das Angelernte dann vielfältig trainieren und festigen. Im Licht nicht nur der Hattie-Studie handelt es sich jedenfalls keineswegs um einen alten Hut, sondern eher um eine Art lernpsychologischen Hit. Nun ist direkte Instruktion keineswegs einfach zu realisieren, aber hocheffektiv. Effektstärke 0,6. Gegenüber 0,4 bei durchschnittlichem Unterricht. Martin Wellenreuther hat mal aufgelistet, warum dieses Vorgehen wohl so wirkungsmächtig ist. Da ist zum einen die Darbietungskompetenz des Lehrers. Die kann vollumfänglich wirksam werden. Er kann es genau zeigen, er kann sich anpassen an Fragen der Schüler und so weiter. Das Vorgehen ist also adaptiv. Es passt sich präzise, flexibel und abwechslungsreich an den Kenntnisstand, an den Lernstand der Schüler an. Das Verfahren bietet aber auch Raum für Feedback und Lernstandstests. Der Kern des Sachverhalts wird immer wieder elaboriert. Und in den Arbeitsphasen lassen sich homogene Teilgruppen bilden. Den Schülern wird dabei eine kalkulierte Selbstständigkeit eingeräumt. Die jüngere Forschung stützt damit ein aktives, herausforderndes Lehrerbild. Laut Ewald Terhardt, Zitat, rehabilitiert Hattie den dominanten, redenden Lehrer, der aber ebenso genau auch weiß, wann er zurücktreten und schweigen muss. Die Perspektive auf den Unterricht ist lehrerzentriert. Im Zentrum steht ein Lehrer, für den allerdings seine Schüler im Zentrum stehen. Er muss ihr Lernen sehen können, um sein Lehren daran orientieren zu können. Direkte Instruktion durch den Lehrer meint eben gerade keinen nervtötenden Paukermonolog, sondern den dynamischen Wechsel von Anknüpfen an Bekanntem, gemeinsamem Erschließen und individuellem Erproben von Neuem.
Austausch im Plenum sowie abschließendem Training in Eigenregie oder in Kleingruppen. Genau das ist es, was sich Schüler, vor allem Schwächere, unter der unbeholfenen Vokabel Frontalunterricht häufig wünschen, das direkte, direkt angeleitete, übersichtliche Vorgehen des Lehrers ohne unergiebige Methodenwechsel mit vielen Fragephasen und Ergebniskontrollen. Jochen Grell, Lehrer und Autor des Longsellers Unterrichtsrezepte, formuliert 2014 in der Zeitschrift Pädagogik folgende gedruckte Erlaubnis. Du darfst direkt unterrichten. Du darfst deinen Schülern etwas beibringen. Je direkter, desto besser. Du darfst die ganze Klasse auf einmal unterrichten. Die Schule ist ja erfunden worden, damit man nicht jede und jeden Einzelnen unterrichten muss. Du brauchst dich nicht dafür zu schämen, dass du Schüler belehren willst. Aber dass direktes Unterrichten die einzig richtige Unterrichtsmethode ist und alle anderen nichts taugen, das habe ich natürlich nicht gesagt. Direkte Instruktion als wichtiges Unterrichtsverfahren zu rehabilitieren, das kann man übrigens auch an einem pädagogischen Tag tun. Dazu komme ich in Schulen und arbeite mit dem Kollegium, ganz konkret in Fachteams. Sie haben Fragen zu diesem Video? Am besten gleich zur Videokonferenz am 28.09. anmelden. Oder zu diesem Thema erstmal was von mir lesen? Mein schmales Bändchen Lob der Unterrichtslenkung stellt das Thema ein wenig ausführlicher dar. So, Videos 1 und 2 schon angesehen? Dann zur Videokonferenz. Tschüss!